Bewundernswert, der Mut meiner Frau zu diesem großen Projekt, das man ja mit dem Titel versehen könnte, Leben schaffen. Wenn der Vater den DJ gibt, läuft Wolfgang Amadeus Mozart. Das Klavierkonzert Nummer 23 in A-Dur ist der Soundtrack von Kai Julius Nachmittagen. In der musikalischen Früherziehung ist es ja so mit Ringelpiez, mit Anfassen, so für kleine Kinder. Ne? Meiner Ansicht nach sollte alles erlaubt sein, ohne Ausnahme, was technisch möglich ist. Also vor 18 kriegt er eh kein iPhone. Er wird handyfrei erzogen, fernsehfrei erzogen, süßigkeitenfrei erzogen. Und da gibt es auch keine Ausnahmen. Solche alten Zöpfe gehören abgeschnitten. Nun wollen wir keinen Ödipus hier heranzüchten. Kai Julius. Genannt Kuschelchen. So, komm, spiel weiter. Okay, dann packen wir ein und du gehst ins Bett. Dann komm bitte nach oben. Ich sehe, du bist müde. Müde Kinder kommen ins Bett. Doch wer setzt hier eigentlich wen schachmatt? Vater Manfred war 69, seine Frau Christiane 52, als sie mit Hilfe einer Eizell- und Samenspende Eltern wurden. Und seitdem dreht sich bei ihnen alles um den Sohn. Ich bin jeden Tag glücklich darüber, dass ich dieses Kind habe. Und gerade dieses Kind. Ja. Ich komme gleich hin. Ein Kind in der zweiten Lebenshälfte. Eine bewusste Entscheidung der Dörings. Kuschelchen, bitte, stellst du den Springer ordentlich hin? Du weißt, das sind sehr wertvolle alte Figuren. Wem haben die mal gehört, Kai Julius? Weiß nicht. Deinem Opa. Kann ich das hier? Das kannst du. Ich denke mal, seine Begabung liegt eher auf dem technischen Bereich. Er möchte ja Lokführer werden. Und ansonsten läuft er jedem Handwerker hinterher und fragt ihn aus und lässt sich die Handwerkszeuge und die Geräte und so erklären und erklären, was der Handwerker da macht, wozu das alles da ist. Also er wird bestimmt nicht Lateinprofessor, nicht immer Lateinlehrer. Also ich bin ja nicht der Jüngste. Papa Döring als Pensionär, das, wo gibt's das schon so in dieser Form? Im Frühjahr 2014 treffen wir die Familie zum ersten Mal. Kai Julius ist damals ein Jahr alt. Die Eltern sind der Rente näher als dem Spielplatz. Gängige Familienbilder geraten da schon mal ins Wanken. Ja, Milch. Ja, Milch gibt's. Ja, ja. Da kenne ich meinen Sohnemann. Davon kann er nicht genug kriegen. Wasser macht er nicht, deswegen strecke ich die Milch. Dann morgens kriegt er eine richtige Portion und sonst gestreckte Milch. Ich kann nur sagen, also bewundernswert der Mut meiner Frau zu diesem großen Projekt, das man ja mit dem Titel versehen könnte, Leben schaffen. Ihr Sohn, ein absolutes Wunschkind. Es war ein langer Weg, bis die Familie zu dritt war. Für eine normale künstliche Befruchtung waren sie bereits zu alt. Die beiden brauchten eine Eizell- und Samenspende von Fremden. Doch das ist hierzulande nicht erlaubt. Für mich war immer wichtig, erst die materielle Sicherheit, damit da nichts mehr schiefgehen kann, und dann die Familie. Und wenn es früher geklappt hätte, hätten wir es auch gerne genommen. Aber es hat sich schon abgezeichnet, dass es auf natürlichem Wege nicht klappt. Und habe mich dann letztlich und endlich für Tschechien entschieden. Eine genetische Verwandtschaft mit ihrem Sohn gibt es nicht. Und die biologischen Eltern bleiben anonym. Familienausflug mit Familie Döring im Dezember 2015. Trotz des fortgeschrittenen Alters der Eltern soll es dem Sohn an nichts fehlen. Heute wollen sie in den Tierpark gehen. Manfred Döring, pensionierter Studienrat und Vollzeitvater, ist damals 72. Alt fühlen er und seine Frau sich trotzdem nicht. Kuschelchen, damals knapp 3 Jahre, hat bis dahin noch kein einziges Wort gesprochen. Da sind die Schwäne. Ist der süß. Dem darfst du auch Futter geben, wenn du magst. Guck mal, halt mal die Hand auf, Kuschi. Und dann nimm Futter raus und
wirf das dem Schweinchen hin. Wirf es auf den Fußboden. Wirf auf den Fußboden. So holt sich der. Das ist eigentlich großer Quatsch, dass man als älterer Mensch mit den Kindern nichts mehr unternehmen kann. Gerade als jüngerer Mensch, da hat man mit sich zu tun, da hat die Arbeit erstmal Vorrang. Und viele jüngere Eltern, gerade Väter, sehen ihre Kinder morgens, wenn sie noch schlafen, abends, wenn sie schon schlafen und dann sonst maximal am Wochenende, weil der Beruf eben noch sehr viel Zeit erfordert. Ist ja auch gut so, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und nach der Pensionierung oder wenn die Pensionierung schon winkt, dann hat man einfach mehr Zeit und kann mit den Kindern doch alles Schöne unternehmen. Für den schlimmsten Fall ist testamentarisch alles geregelt. Das Sorgerecht geht an eine Freundin. Und mit 18 bekommt Kai Julius Geld für eine Ausbildung. Auch die Hobbys des Sohnes sind schon geplant. Ich werde ihn jedenfalls an die Stenografie ranführen. Er war auch schon mal mit zu einer Veranstaltung. Und wir haben ja hier unten unseren Karton mit dem Altpapier. Und da hat er zielsicher ein Blatt rausgefummelt, wo Steno drauf ist. Vielleicht wird er ja schon deutscher Schülermeister oder deutscher Jugendmeister. Die Konkurrenz ist nicht sehr groß bei den Jugendlichen. Das kann gefährlich werden. Ja, aber man weiß nie, ein Wildtier ist ein Wildtier. Eine Familie in ihrer eigenen Welt mit ihren ganz eigenen Vorstellungen. Für seine Eltern ist der Spielplatz eine Herausforderung. Für Kai Julius hingegen ein Abenteuer, das er aber nur mit angezogener Handbremse erleben darf. Helikoptereltern im Rentenalter. Alles macht er jetzt zum ersten Mal so ein bisschen mit mehr Mackels. Ja, klein Julius, wir sind ja heute gut in Form. Gut in Form, so fühlen sich auch die Eltern, betonen sie immer wieder. In ihrem Alltag haben sie Arbeitsteilung. Wenn die Lateinlehrerin Döring in der Schule ist, übernimmt der Vater. Ja, da hast du jetzt die Tiere. Zeig mal den Kraken. Kraken. Das ist er, ja. Ich werde gefordert. Also es sind diese und jene Handgriffe, auf die man sich doch jeweils konzentrieren muss. Für einen älteren Herrn auch nicht immer so ganz einfach. Da geht auch manches Glas mal kaputt oder dann muss ich dafür sorgen, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Nach Schulschluss kümmert sich seine Mutter um den Kleinen. Danke. Zeig uns mal das Gehirn. Ja. Wo hast du dein Gehirn? Ja. Und das Auge? Ja. Und wo hast du dein Auge? Ja. Ich mache die neuen Aufgaben gerne. Das ist mein Lebensinhalt. Und vorher war an der Stelle nichts. Da habe ich nach diesem Lebensinhalt gesucht. Wie gerne wechsle ich ihm das Zeug, die Windel, mache ihm sein Trinken, sein Essen. Das ist richtig schön. Von meiner Warte aus gesehen, lebt man dann in seinem Nachkommen dann weiter. Auch wenn es noch nicht also mein eigenes Fleisch und Blut ist in dem Sinne. Aber eben, was ich dem Kind geben kann, ist das, was ich also an Erfahrung habe, sehe ich mich sozusagen weiterleben. Und das ist so eine Idealvorstellung halt. Der Sohn als letztes Puzzlestück zum Glück. Kai Julius Donatus dagegen lebt eher im Gestern als im Heute. Smartphones sind für ihn tabu. Dafür hat der 6-jährige Sohn von Ehepaar Döring, einem pensionierten Studienrat und einer Lateinlehrerin, ein richtig großes Kinderzimmer. Also seit Kai Julius da ist, wohnen wir bei ihm zur Untermiete. Er hat nach und nach unser ganzes Wohnzimmer für sich vereinnahmt als Spielzimmer und das soll er auch. Dann ist er nie alleine. Andere sagen dann zu ihren Kindern, geh in dein Zimmer, aber dann ist es ja langweilig. Deswegen hat er eigentlich das ganze Haus. Und vor allem da, wo wir sind, da ist er besonders gerne. Und ein Schlafzimmer, das hat er auch mit mir zusammen. Wir haben zwei Schlafzimmer. Und da mein Mann gerne warm schläft und ich gerne kühl schlafe, habe ich mir so angewöhnt, seit dem Kuschel da ist. Kinder sollen ja nicht so warm schlafen.
Da habe ich mir das auch angewöhnt und seitdem schlafe ich mit Kuschel in dem einen Ehebett und mein Mann schläft allein im anderen Ehebett. Und jeder macht sich seine Temperatur, wie er gerne möchte. Mozart Klavierkonzert Nummer 23. Auch musikalisch geht es bei den Dörings eher klassisch zu. Er hört das gerne. Von Anfang an wächst unser Kai Julius mit klassischer Musik auf. Wir geben ihm viel Impulse. Wir hatten ihn auch in der Musikschule, nur da hat er jetzt keinen Bock mehr dazu. Wir müssen noch bezahlen, bis wir rauskommen aus dem Vertrag und er ist nicht mehr zu bewegen, dahin zu gehen. Hat keine Lust mehr. Da in der musikalischen Früherziehung ist es ja so mit Ringelpitz, mit Anfassen, so für kleine Kinder. Ne? Und hier zu Hause gibt es eben Mozart und es scheint ihm besser zu gefallen. Jemals mag er da nicht mehr hingehen. Komm, sein liebes Kuschelchen. Du, Kuschelchen, nimmst du mich mal in den Arm? Uiuiui, dann nehme ich dich in den Arm. Ei, ei, ja. So ein Gefühl ist das, genau so eins. Wenn ich vom Dienst komme und Kuschelchen macht mir schon mal die Tür auf. Uiuiui. Nase reiben. Oi, auch mein Kuschelchen. Oh, aber nicht auf die Brust drauf, das tut weh. Du wolltest wieder aufstehen. Ich war schon immer energiegeladen. Das Gefühl, kaputt zu sein, kenne ich nicht. Ich habe auch noch nie wegen Krankheit in der Schule gefehlt. Es macht halt Arbeit, aber auch viel Spaß. Es hält einen irgendwie in Bewegung, munter, in allen Bereichen muss ich auch mich konzentrieren. Es sind viele Handgriffe zu erledigen. Im August kommt Kai Julius in die Schule. Es wird wohl eine Zeitreise in die Gegenwart. Sonntags mit dem 6-jährigen Kai Julius das Archäologische Museum zu besuchen, ist eines der Rituale der Familie. Die 58-jährige Mutter fällt auf und wird auch diesmal wie so oft angesprochen. Eine Reaktion, die sie bewusst kalkuliert. Ich lege es absichtsvoll darauf an, älter auszusehen, als ich bin. Okay, aber Sie haben einen ganz bezaubernden Jungen. Ja. Und ich lege es deswegen darauf an, älter auszusehen, als ich bin, weil alle anderen jünger wirken wollen, als sie sind und sich die Haare färben oder Ähnliches machen, nur um jünger zu wirken. Und da möchte ich absichtsvoll dagegen halten, absichtsvoll gegen den Trend laufen. Im Museum wird sie auch gleich mit dem Thema konfrontiert, das sie beschäftigt. Vergänglichkeit. Ja, was ist denn da drin? Oh, nicht drauf. Da sind Knochen drin. Wenn ein Mensch tot ist, kann er verbrannt werden. Und das ist der sogenannte Leichenbrand. Den Leichenwagen. Ja, wo ist er denn? Da hinten. Geh mal hin und leuchte mal rein. Sie weiß, als Familie bleibt ihnen nicht so viel Zeit wie jüngeren Eltern. Und wozu braucht man einen Leichenwagen? Um Tote ins Grab zu fahren. Ja, richtig. So, nun erklär doch mal. Geh mal zum Skelett und erklär mal, was du da siehst. Das ist das ganze Skelett. Das ist ein Skelett? Ja. Und in dem Topf ist da was drin? Ich glaube das nicht, dass da nichts drin ist. Ja. Oh, da ist wirklich nichts drin. Ja. Wir denken schon über Vergängliches nach. Nicht anfassen. Ja, bitte, das darfst du nicht anfassen. Sonst geht das kaputt, das wollen wir doch nicht. Mutter und Sohn im Museum. Der Altersunterschied zwischen beiden, 52 Jahre. Irgendwann gehen die Kinder aus dem Haus und wenn es nicht so ist, wäre es schlimm. Nun wollen wir keinen Ödipus hier heranzüchten. Ich denke mal spätestens, wenn er 30 ist und das ist schon ein bisschen spät. Das ist dann schon ein Ödipus. Also wenn er mit 18 aus dem Haus geht oder mit 20 oder so, weit wird er ja nicht gehen, denn er wird das Nachbarhaus, das gehört ja mir, das habe ich bislang vermietet. Und dann, wann immer er von zu Hause ausziehen möchte, wird er ins Nachbarhaus ziehen. Das sind alles Waffen. Nee, das darfst du nicht rausnehmen. Nein. Ist er fest? Du, das lässt du bitte. Das ist jetzt wirklich Schluss mit lustig. Ich selber lebe in der Vergangenheit, in der Antike. Und deswegen werde ich insofern an seiner Lebenswelt nicht teilhaben können. In dieser Hinsicht hätte ich aber auch nicht gekonnt, wenn ich ihn mit 30 oder mit 20 bekommen hätte. Weil ich da diesen neumodischen Kram eigentlich schon abgelehnt habe. Nun wollen wir keinen Ödipus hier heranzüchten.
Solche alten Zöpfe gehören abgeschnitten. Popan Gangstyle, wisst ihr, was ich mein? Popan Gangstyle.